What's up, liebe Braubrüder und Schwestern? Mein Name ist Oliver Heurold und ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Heute brauen wir zusammen eine Berliner Weiße für den lieben Chris. Das ist Chris von Happy Hour Cocktail und ich braue für Chris eine Berliner Weiße, aus der er dann wiederum einen coolen Cocktail macht. Hallo Chris. Hallo Olli. So, ich habe uns mal drei Berliner Weißen mitgebracht, damit du mal probieren kannst, was das überhaupt ist. Der Bierstil ist ja nicht so bekannt. Mhm. Leider ist eine der deutschen Sauerbiersorten. Kommt so ungefähr aus dem 16. Jahrhundert. Napoleons Truppen haben es den Champagner des Nordens genannt. Ist ein saures Bier, ein obergäriges, mit relativ wenig Alkohol, so 3-4%. Und kaum bittere, weil es wird mit Lactobacillus gebraut, also Milchsäurebakterien und auch Brettanomyce, das ist so eine wilde Bierhefe, könnte man sagen. Mhm. Durch den Lactobacillus kommt dann zum einen die Säure halt zustande und der Lactobacillus mag eigentlich überhaupt keinen Hopfen, weil Hopfen ist antibakteriell, deswegen hält sich das Bier dann auch länger. Aber ja, dadurch kann dann der Lactobacillus nicht arbeiten. Deswegen als Heimbrauer muss man keinen Hopfen ins Bier werfen. Deswegen lasse ich den also auch komplett weg bei meinem Rezept. Als kommerzieller Brauer muss da, glaube ich, immer ein bisschen was drin sein. Das Berliner Kindl von Schneeeule, die Jasmin. Und von Berlo, die Berliner Weiße. Ja, dann machen wir doch mal eins auf. Probieren wir doch mal. So, also, du siehst, schäumt schön. Mhm. Ist halt was für so einen tollen Sommertag wie heute. Ja, Sonne scheint, hervorragend. Genau das Richtige. So, dann zum Wohl. Zum Wohl. So, genug des Vorgeplänkels. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Wir gehen jetzt ins Sudhaus. Und das sind unsere Zutaten. Böhmisches Tennenmalz, Weizenmalz, Hopfen benutzen wir keinen. Dann von Weiss den Lactobacillus und von White Labs die WLP 644. Saccharomyce bruxellensis Troyes. So, was ihr hier seht, sind ganz kleine Würzefontänen. Als ich mir die Extension gekauft habe, also oben diese Blecher, damit mehr Schüttung reinpasst, dachte ich mir auch, das könnte sein, dass das auch eine Lösung für die Würzefontänen ist. Weil zum Beispiel, wenn man beim Braumeister mit relativ wenig Schüttung, so wie jetzt bei der Berliner Weiße braut, die hat so um die 4,6 Kilo, hatte ich in der Vergangenheit immer mega Würzefontänen. Das hat teilweise hat sich die Würze wurde dann durch den Deckel durch, also quasi an der Kante mit rausgedrückt und das war eine Riesensauerei und du musstest also ich wusste nie, was ich da genau machen soll. Und das dachte ich mir, dass diese Extension dann auch mit eine Lösung für dieses Problem sein könnte. Und man sieht, die Würzefontänen sind zwar auch noch da. Und nachher, wenn ich den dann das Blech oben runternehme, sieht man auch, dass, wie die Würzefontänen zustande kommen, weil das Sieb von oben quasi ganz dicht zugesetzt ist mit der Schüttung. Aber es ist doch sehr, sehr viel weniger
Und ich bin also ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Also mit denen kann ich leben, mit diesen kleinen Fontänchen. Und das ist also gar kein Thema, jetzt zumindest mit sehr wenig Malz in Zukunft zu brauen. Sauerbierbrauen sollte man den pH-Wert der Würze auf ungefähr pH 4,2 senken, um die Infektionen durch Bakterien, die so in der Luft vorkommen, zu verringern. Darum nehme ich jetzt eine Probe, messe den pH-Wert, rechne aus, wie viel Milchsäure ich dazu geben muss. Ich habe hier diese Laktose, 80-prozentige. Und die gebe ich dann meiner Probe hinzu und gieße das dann zurück in den Kessel zum Kochen. Da ich im Sommer braue und es in meiner Wohnung relativ warm ist, kühle ich diesmal auch meine Würze runter. Ich muss nur auf 35 Grad kühlen für die Berliner Weiße. Ich benutze zum Kühlen zum einen einen Plattenkühler, der steht nochmal im Wasserbad, damit die Sache ein bisschen schneller geht. Und zum anderen halt eine Pumpe zum Umwälzen zwischen Plattenkühler und dem Braumeister. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme beim Sauerbierbrauen ist, dass man den Kontakt mit dem Sauerstoff möglichst vermeiden sollte. Also spätestens, wenn die Bakterien und Brettanomyce und sowas reinkommt. Darum flute ich mein Gärbehältnis, bevor ich die abgekühlte Würze reingebe, mit CO2. Jetzt gebe ich den Lactobacillus in meine abgekühlte Würze. Dieser braucht ungefähr 5 Tage, um den pH-Wert der Würze so weit zu senken, damit ich die Hefe anstellen kann. So Chris, was hältst du denn von dem Bier? Passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was ich nachher damit vorhab. Der wird ja dann noch sehr fruchtig, also da kommt ja fruchtiger Wodka rein, ein bisschen Fruchtsirup. Ich glaube, das kann sehr gut harmonieren. Was gibt es für fruchtige Wodkas? Da kenne ich mich gar nicht aus. Von Absolut gibt es quasi so die breite Palette an allen Geschmacksrichtungen, die du dir vorstellen kannst. In dem Fall wird es Himbeer, der da reinkommt, und Cranberry-Sirup. Und noch so ein Orangenlikör und das wird dann ganz interessant. Mal schauen. Cool. Sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Okay, das war's. Ihr seht, Sauerbierbrauen ist wirklich nicht schwierig. Man muss ein paar Kleinigkeiten beachten. Die Berliner Weiße war auch wirklich mein allererstes eigenes Sauerbier, was ich gebraut habe. Also probiert's mal aus. Es ist ein bisschen mehr Aufwand als normales Bier zu brauen. Dafür spart ihr euch das lange Hopfenkochen. Also ich mag das sehr gerne, vor allem im Sommer. Also Sauerbiere gehen bei mir persönlich immer. Also probiert's aus,
Mein Name ist Oliver Hörold. Ich freue mich aufs nächste Mal und tschüss.